Ich habe für meine Schwester Custom Press-Ons gemacht. Und heute hatten wir endlich Zeit, um sie dran zu machen. Was ich als allererstes gemacht habe, ist wieder ihre ellenlange Nagelhaut abzuschneiden. Und jetzt geht's auch schon los mit dem Dranmachen. Auf die Unterseite des Tipps kommt Basekit und ich presse den Tipp auf ihren Nagel drauf. Bitte ignoriert einfach dieses Pumperpflaster. Damit wir sicher sind, dass alles ausgehärtet ist, habe ich die Nägel in einer großen Lampe nochmal für 60 Sekunden aushärten lassen. Und weil die Nägel schon fertig waren, ging das so schnell. Hier ist das Ergebnis ihrer Sailor Moon angehauchten Nägel. Im Busen ihrer Hände hat sie richtig gestruggelt, weil ihr kleiner Finger sich immer versteckt hat. Aber wir haben noch ein paar schöne Shots bekommen. Schreibt mir mal, was ihr von den Nägeln haltet und hinterlasst ein Like, wenn sie euch gefallen.